Guten Tag. Hallo. Das sieht hier alles sehr, sehr technisch aus, würde ich jetzt mal behaupten, ja, für die Spielwarenmesse. Ist es auch. Was gibt es hier? Können Sie mir das mal kurz erklären? Ja, wir machen Augmented Reality Apps. Augmented Reality heißt, ein Teil ist noch real, den anderen Teil sehe ich aber nur auf einem Bildschirm. Habe ich das richtig verstanden, oder? Ja, genau, so ungefähr. Können Sie es mir einmal zeigen? Einmal zeigen, IT-Craft, wofür steht das? Was macht ihr? Also wir machen eigentlich sehr viel mit mobilen Apps, mit Webseiten und solche Sachen, aber jetzt hier ist für die Spielzeughersteller gedacht. Also Spielzeug und Augmented Reality, können Sie mir mal zeigen, wie das in Kombination aussieht? Ja, natürlich, kann ich machen. Okay, also so, wir haben ein Tablet und... Ein Bild ist da, ja. Das könnte zum Beispiel Umschlag von dem Katalog sein. Ja. Und dann erkennt die App das Bild. Und blendet mir plötzlich in die eigentliche Realität, wo ja wirklich nichts zu sehen ist, ein Spielzeug ein, das bisher noch unsichtbar war. Ja, genau. Und Sie können einmal auch rumgehen mit und sehen es von allen Seiten. Kann ich von unten, von oben, von überall gucken? Es funktioniert. Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Einige gibt es schon, aber nicht so viele. Und also einmal rundherum gehen ist auf jeden Fall möglich. Doch, es ist auch möglich. Können Sie auch versuchen. Okay, gerne. Also hier habe ich das Raumschiff. Ich gehe einmal runter. Guck einmal von unten. Oh ja. Und von oben. Und ich gehe auch einmal rum. Ich teste das einmal komplett. Die andere Seite ist auch da. Keine Lücken. Okay. Was kann ich damit machen? Wen sprechen Sie damit an? Damit sprechen wir jetzt die Spielzeughersteller an. Weil einige haben das schon und jetzt möchten das wir auch anbieten. Und Interesse ist da. Das heißt, Sie eröffnen anderen Spielzeughersteller mit Ihrem Know-how die Möglichkeit, Augmented Reality in Ihr Produkt mit einzubinden. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Und das ist ziemlich einfach. Alles, was wir brauchen, sind eigentlich nur die 3D-Modelle. Dann können wir die App liefern. Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Raumschiff-Spielzeughersteller bin, dann gebe ich Ihnen ein Modell von einem Raumschiff und Sie basteln mir das so, dass ich es auf dem Tablet am Ende so sehen kann, wie das hier. Ja, genau. Genau so funktioniert das. Erzählen Sie mir nochmal, wie kamen Sie auf diese Idee und wie setzen Sie es jetzt um? Einige Spielzeughersteller machen das schon und sehr viele Hersteller, die haben keine Möglichkeit, sowas selber zu machen. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das auch anbieten können. Weil wir Kapazitäten haben, wir haben Erfahrung, wir haben Entwickler, deswegen können wir das machen. Okay, das heißt, das hier ist das Gerüst und je nachdem, welche Firma auf Sie zukommt, passen Sie das dann ganz genau an? Ja, genau so. Stimmt. Okay. Wenn ich jetzt ein Spielwarenhersteller bin, was würden Sie mir sagen, was sind denn die Vorteile von diesem Produkt? Ich würde sagen, dass die Vorteile sind wie folgt. Also Kinder spielen jetzt sehr viel mit einem Tablet. Ich habe auch einen Sohn, der spielt auch viel mit Tablet. Und wenn Kinder dann auch erstmal das virtuelle Spielzeug da haben, und dann werden sie natürlich bitten, dass Eltern das physische Spielzeug kaufen. Also ich bin sicher, dass es für Marketing gut ist, für Sales gut ist. Und also deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen. Das heißt, kann ich dieses Modell jetzt nur auf ein Regal stellen oder was ist da alles möglich? Ja, eigentlich überall, wo das Bild da ist, kann das Modell projiziert werden. Okay. So wie zum Beispiel hier. In der Hand? Ja, geht auch. Okay, und dann halte ich die Modelle in der Hand und kann quasi schon fast mit der Hand damit spielen. Ja, genau. Der nächste Schritt ist dann quasi das Endprodukt wirklich zu kaufen und dann haben Sie Ihren Job als Marketinghelfer quasi sehr gut gemacht. Stimmt, genau so. Und man kann zum Beispiel auch die App zum Online-Shop verlinken, sodass Kunden gleich von der App das Produkt kaufen können. Einfach wirklich alles vernetzen, vom ersten Mal ausprobieren, erstmal virtuell anschauen, direkt zum Bestellen und dann das Produkt eben auch wirklich zu Hause zu haben. Ja, stimmt. Finde ich sehr spannend. Kann ich mich nur bedanken bei Ihnen. Viel Erfolg noch. Bitte. Auf Wiedersehen. Tschüss.